Hallöchen und willkommen bei Shakes and Fidget. Heute ist Pet Day. Es gibt jede Menge frische Pets. 1. September. Ab heute sind die ganzen Herbstpets zu finden. Und wie ihr seht, ich habe ja auch schon ein bisschen zugelegt. Aber Moment, die Herbstpets hätten doch alles nur normale und nicht goldene Eier sein müssen. Wie kommt das? Ja, leider kann ich euch den Kampf da nicht mehr zeigen, weil ich einfach hier nebenbei beim Zocken einfach immer noch meine Free Tries mache. Und der einfach so schnell lag und hatte ich schon weitergeklickt und konnte nicht mehr das Häkchen reinmachen. Aber wir haben mit unserem Killridge es geschafft, das Pony hier hinten zu besiegen. Und jetzt können wir uns das Ei auch holen. Und ja, damit haben wir Licht durchgespielt. Und ich könnte jetzt natürlich hier den Killridge hochfüttern auf 100. Aber langfristig bringt es am meisten, wenn wir den hier machen. Obwohl, was heißt am meisten? Jetzt brauchen wir es ja eigentlich für nichts Wichtiges mehr, außer ein paar PvP-Kämpfe noch. Ja, PvP, wie ihr hier seht, wir haben heute Erde. Was hatte ich euch gestern gesagt? Das Schlimmste, was passieren kann, weil zum Monatsanfang ja immer wieder zufällig ein Element ausgewählt wird und es nicht nach der normalen Rotation geht, ist Erde, was kommen kann. Also für mich, weil ich schon sehr viele Äpfel hatte und auch sehr, sehr viele Erdbeeren. Und ja, mittlerweile sind 10 Plätze geblockt und morgen wird es nochmal 5 Erdbeeren geben, wenn wir die Kämpfe da gewinnen. Und gegen Feuer sollte man auf jeden Fall 4 gewinnen, weil Feuer einfach noch nicht so stark ist, weil viele halt hier den Mantiflamm einen Monat lang nicht finden konnten, weil der, ich weiß gar nicht, ob der verbuggt war oder. Nee, stimmt, da war ja das 20% Aktion und deshalb gab es keinen Pilz-Event und der war nicht findbar. Ja, jetzt ist er findbar und kann gefüttert werden, aber leider nur dreimal am Tag. Aber wir machen trotzdem jetzt mal hier den Petkampf mit Wasser gegen Erde. Sollte locker sein, zu gewinnen sein. Ich habe da eben auch schon den Apfel fallen sehen und zack, gewonnen. Schick. Und noch ein Apfel da. Ja, Erde haben wir auch schon voll gefüttert und ja, liegt noch einiges rum. Und wir haben hier noch ein anderes Ei, genau, Feuerei. Das haben wir auch gefunden. Das müsste der hier sein. Genau, der ist es. Und dadurch, dass wir den jetzt gefunden haben, sagt unser Kalkulator hier, wir können mit unserem 15. Feuerpet auch den 19. Gegner besiegen. Und der war ja der Knifflige. Der 18. sollte jetzt gleich im ersten Free Try legen. Wir versuchen es einfach mal und gucken da mal rein. Sollte eigentlich machbar sein. Oder habe ich mich da jetzt verguckt? Na, vielleicht auch nicht gleich im Free Trial, wenn ich mir hier die Werte angucke. 16.000. Okay, das ist ein Krieger und wir haben mehr Leben. Also doch im ersten Versuch. Alles schick, schön. Noch ein bisschen XP, ein bisschen Gold und yes, noch eine Erdbeere. Also morgen ist unser Inventar echt am Überlaufen. Ich hoffe nur, dass nicht zufällig noch was kommt. So, und jetzt heißt es aufpassen, dass wir hier jetzt die richtige Quest annehmen. Wir. Insel Scarpa, da müsste jetzt ein Lichtpad noch sein, denn machen wir das mal, gibt auch okay XP. Und dann gehen wir da mal rein. Die Flimmerkiste, ja, die gucken wir uns kurz mal an, dann können wir mal auch schnell den anderen Server abhaken. Hier müssen wir die Ressourcen einsammeln, noch ein Tag baut die Festung. Mittlerweile haben wir jetzt auch genug Holz und Stein gesammelt, um gleich hier noch einen Steinbruch im Anschluss auszubauen. Oder halt die Holzfällerhütte, ist beides möglich. Und im Grunde auch egal. Ich könnte natürlich auch auf das Arbeiterquartier sparen. Das würde mich noch ein bisschen Zeit kosten. Weil in den 24 Stunden oder 28 Stunden, was das hier sind, kriege ich ja in etwa hier so einmal das Lager voll. Das heißt, ich bin dann bei 6,2. Also ich könnte einen Tag warten und dann das Arbeiterquartier ausbauen, hätte den Vorteil, dass wenn ich dann die Dinger hier ausbaue, die, naja, anderthalb Tage weniger bauen und ich dann schon wieder Ressourcen mache. Von daher kriege ich das, glaube ich, wieder reinvestiert oder refinanziert. Von daher ist, glaube ich, am günstigsten hier zu warten. Also werden wir vielleicht morgen doch noch nicht ausbauen, sondern erst übermorgen. So, hier gab es jetzt drei Lucky Coins. Sehr schön, wir haben auch schon wieder so viel Gold. Im Moment, was war denn heute bei der Hexe? Ich glaube, Amulette. Genau, dann können wir den Helm hier auch getrost verkaufen. Weil ich werde noch ein paar Versuche jetzt hier in Zukunft jetzt bei dem Pet machen und mal gucken, ob wir den gleich legen können, ob das jetzt so schnell geht. Aber die Chancen sind zumindest höher wie bei Schatten, obwohl die ja auch bei Schatten hier um 1% steigen. Wenn wir mal gucken, wir greifen mit dem
16. Pet zurzeit an und zurzeit haben wir die 14er Aura. Gegen das 20. Pet, da haben wir hier eine 6%ige Chance zu gewinnen. Und wenn wir jetzt das Herbstpet dazu nehmen, steigt zum 1%, weil wir natürlich etwas Leben, etwas mehr Schaden dazu bekommen und auch etwas mehr Widerstände gegen das jeweilige, gegen den hier, wo wir kämpfen. Aber trotzdem muss man halt noch sehr, sehr oft ausweichen oder blocken, besser gesagt, um den Kampf gewinnen zu können. Aber die Chancen werden natürlich erhöht. Aber noch haben wir den nicht gefunden. Warte mal, ist es der jetzt schon, den wir gerade suchen? Ne, das ist Lichtpad, genau. Ja, damit. Also, eben hatten wir ja schon mal ordentlich Geschick-Boost bekommen. Wir waren, glaube ich, hier vorher bei ca. 24.000. Es gab hier nochmal 240 in etwa hinzu. Und vielleicht gibt es nochmal was. Und dann müssen wir nur noch auf Weihnachten warten, um unser letztes Lichtpad zu finden. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Ja, läuft so langsam. Gestern habe ich mich noch beschwert, es kommen keine Zitronen, denn hatte ich irgendwie noch zwei, drei Quests übrig gehabt. Und da kam dann natürlich noch eine Zitrone, da habe ich mich dann sehr gefreut. Vielleicht war das ja auch das Zünglein an der Waage, um den Kampf heute gewinnen zu können. Aber jetzt bleiben wir hier gleich bei dem Einhörnchen und leveln das hoch. Wie wir ja sehen hier bei Wasser und Erde, die sind ja auch schon mittlerweile recht hoch und es wird langsam. So, heute müssen wir noch echt die ganzen Kämpfe machen. So, den haben wir noch gewonnen. In der Festung, ja, müssen wir Ressourcen einsammeln. Angriffsschutz läuft noch, also Ressourcen können wir nicht einsammeln. Läuft noch lang genug. Wir können ja mal am Glücksrad drehen. Wir haben jetzt noch ein bisschen frei. Ich hatte ja eigentlich versucht, wieder auf 10.000 hochzukommen, aber es geht nicht. Wer ein bisschen wissen will, wie man hier so viele Lucky Coins kriegt, da habe ich mal am Anfang des Jahres, glaube ich, ein paar Videos gemacht. Könnt ihr einfach gerne mal nachschauen, weil da öfters ja mal Fragen zu kommen. Oh, ein Stärketrank, super episch. Und noch ein paar Schuhe und Steinchen. Aber waren nicht wirklich viele Steine. Schade, schade, schade. Aber zwei Skillpunkte, dafür reicht's. Den Trank noch verkauft. Die Schuhe sind auch nicht so viel wert. Ja, warum verkaufe ich das alles? Aus dem einfachen Grund, wir haben hier schon ins Klo reingeworfen und ich würde gern, naja, ein, vielleicht sogar zwei Steine aufheben. Und morgen kommen ja die ganzen anderen Früchte hinzu. Und vielleicht schaffen wir jetzt ja noch ein Feuerpad hier, das 19. Wo haben wir es hier? Aber auf das können wir ja nicht wechseln, weil da erfüllen wir die Fundbedingungen noch nicht. Von daher müssen wir dann auch das 20. schaffen. So, und hier könnte jetzt was drin sein. Und da haben wir unser Lichtei. Sehr schön. So, Schweineöde, Scarpa und nochmal Scarpa. Ich glaube, Schweineöde bringt nichts. Gucken wir trotzdem nochmal. Ne, wir müssen jetzt Schwarzwassersümpfe und Gammelfrost. Ganz wichtig auch, dass das Pet hier im Gammelfrost zu finden ist. Da steht in einigen Anleitungen noch was anderes. Das stimmt nicht. Ihr müsst hier reingucken. Und heute Nacht die Nachtpets. Die habe ich natürlich auch schon gefunden. Da habe ich auch nochmal was vorbereitet für euch. Den Einkampf habe ich sogar gespeichert, glücklicherweise. Da gab es das Wasserpad. Und was gab es noch? Dann gab es, nee, das war das. Und das Feuerpad. Ja, da hatte ich ja das eine noch aufgehoben gehabt, weil ich den Kampf vergessen hatte zu speichern. Ja, Petkampf. Warum habe ich den Kampf gespeichert? Gucken wir einfach mal rein. Ich glaube, der war nicht ganz so eindeutig gewesen. War eine knappe Sache. Da hat er Stoner bis auf 70 gezogen. Und dann hat er noch Kloppdiwupp 100. Und Karnockel auch noch auf 81. 81 gegen 81. Er ist schon ein bisschen angeschlagen. Ich habe höhere Werte, weil Licht einen höheren Bonus hat, also mehr Rudelbonus. Von daher ist das Glück auf meiner Seite. Aber es kann ja hier noch alles passieren. Und es ist auch echt knapp gewesen. Also ich glaube am Anfang, ich weiß nicht, wie viel der schon verloren hat, aber es könnten, glaube ich, 400.000 gewesen sein. Wir können gucken, müssen auch mal reingucken, dass vielleicht die Entscheidung war. So, wo haben wir da? Karnockel, da kommt da gleich. So, 600.000 hat er reinbekommen. Also, wenn das nicht gewesen wäre, hätte der Kampf auf jeden Fall anders ausgehen können. Ohne unseren kleinen Startvorteil. Ach genau, Lichtpads. Jetzt können wir mal genau gucken.
wie viel Geschick wir nochmal dazu kriegen. Wir sind jetzt schon hier ordentlich, machen 150.000 Schaden da hinten und setzen das Lichtpad mal ein. Dadurch werden jetzt natürlich hier nochmal unsere ganzen Pets nochmal ordentlich stärker. Und wir selber werden gar nicht stärker. Ich lade mal kurz ich lade mal kurz die Seite neu. Und schau mal, was. Komisch, komisch, komisch. Das ist komisch. Warum zählt er hier den Bonus nicht rein? Vielleicht brauchst du ein bisschen länger, bis der mit reinrechnet, weil hier fehlt auch noch was. Oder ich muss erstmal wieder einen Kampf machen, um das irgendwie zu aktualisieren oder irgendwo klicken. Ne, das hat auch nicht geholfen. Irgendwas im Inventar hin und her schieben. Ha, der gute alte Schiebfass im Inventar hin und her Trick. Er hat wieder funktioniert. Da. Ja, 35.000 Schaden mehr haben wir dadurch bekommen. Ist nicht viel, wenn man 4 Millionen macht, aber ein bisschen immerhin. Und ich würde sagen, wenn wir dann gleich noch unser Schattenpad gefunden haben, dann können wir uns. Naja, oder doch nicht? Ja, ich wollte ja dann vielleicht wieder hier mal ein paar Versuche in Osteros machen. Aber da warten wir mal noch ein bisschen. Oh, das sieht echt toll aus hier. Alles bis unten links in der Ecke voll. Okay, hier bei Wasser fehlt noch ein bisschen mehr. Erde fehlt auch noch was. Schatten. Ja, den müssen wir noch finden. Und dann können wir uns auch hier dran weitermachen. Ja, und Feuer sieht auch schon schick aus. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Also echt Pet Day bringt was. Dann fehlen nur noch die Winterpets, aber ich glaube, das waren nicht ganz so viele. Da können wir ja nochmal kurz hier in der Übersicht nachgucken. Fangen wir mal oben an. Winter, da haben wir einmal das Wasserpad hier. Und haben wir. Ne, bei Licht war ja dann nur noch unser Weihnachtshirsch hier, den wir zu Weihnachten finden können. Dann haben wir bei Erde noch diesen komischen Widder, den wir im Winter finden können. Und bei Schatten den Totenkopftyp. Und das wird dann erst ab 1. Dezember der Fall sein. Also auch nicht mehr lange. Dann gibt es auch nochmal drei Pets zu, kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Ausdauer und irgendwelche Nebenattribute. Aber als Kundi freue ich mich jetzt so schon, dass wir das hier alles geschafft haben. Echt ein toller Tag. Und ja, ein bisschen was kommt ja hier auch noch rein. Ich glaube, ich mache mal hier eine kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder, wenn die nächsten Pets eintrudeln. So, für euch ist keine Zeit vergangen, aber bei mir, da gibt's ein paar frische, lecker Eier, aus denen wir jetzt uns ein schönes Omelett schlagen. Und da holen wir uns erstmal hier das eine Erdpad. Oh, ups, das falsche. Hier, den Affen. Gibt denn uns auch 1% mehr Intelligenz, nicht ganz so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir 1% mehr Ausdauer bekommen. Jetzt sind wir bei 46.306.000 und mal gucken, wie viel wir gleich haben. Wir hier den Pilz uns geholt haben. Genau, wieder mal den Inventarverschiebetrick machen. Und siehe da, da haben wir hier jetzt gleich, naja, 400.000 mehr Leben. Das ist nicht zu verachten. Und wie ihr gesehen habt, ich habe gerade auch noch richtig toll eine Erdbeere in der Quest bekommen. Da habe ich mich so richtig mal gefreut. Nein, natürlich nicht. So, genau. Jetzt haben wir nämlich alle Pets gefunden, die wir brauchen. Oder die wir jetzt finden können. Von daher können wir jetzt erstmal ganz gemütlich hier jetzt weitermachen und uns unserem täglich Brot widmen. Allerdings habe ich auch jetzt schon mal hier so einen Versuch im Feuerhabitat gemacht mit dem nächsten und den können wir uns ja mal angucken. Und ja, es ist echt super knapp. Also da wurden wir jetzt nicht mal oft gekrittet, aber ich glaube, das ist wieder so ein Kampf, wo wir dann jedes Mal kritten müssen und der andere nicht einmal kritten darf. Aber ich werde da mal ein paar Kämpfe speichern und das mal bis morgen oder so mal in Ruhe analysieren.
Und dann sehen wir da weiter. Jetzt können wir erstmal unsere geliebten Gildenkämpfe machen. 45% haben wir. Mal gucken, wie viel wir da jetzt abziehen können. Uiuiuiui, ui, ui, ui. Wenn jetzt noch ein Treffer kommt, war's das. Das war echt mal gar nichts. 6 Millionen, uiuiui. Ui, ui. Naja, da hat sich nicht gelohnt zu warten, aber hier ist ja viel wichtiger, wie viel Schaden wir hier machen. Da haben wir jetzt einen Stärkegegner und den wollen wir jetzt wieder auf unter 50% klopfen. Wir haben ordentlich mehr Leben bekommen, naja, ordentlich nicht, ein bisschen mehr Leben und ein bisschen mehr Ausdauer von da, ein bisschen mehr Schaden. Und da haben wir schon 11 Millionen Crits. Sehr schön. 20 Millionen Crits. Ich glaube, das hatte ich noch nicht erlebt. Und noch ein 21er hinterher. Und jetzt wieder ein 11er, ein bisschen niedriger. 19. Uiuiui. Kommt noch so ein schöner. Komm, komm. Ausweichen. Und noch einen richtig schönen Crit. Ach, verdammt. Nicht du. Naja. Egal. Da hätten uns die Ausdauer auch nicht geholfen. Aber was wir dem abgezogen haben, der Hammer, oder? Also allein in zwei Schlägen haben wir den schon fast die 10% abgezogen. Episch. 28% hat er jetzt. Und eben hat er, glaube ich, noch 59 gehabt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn das morgen noch so ein Versuch wird, dann sehen wir den nicht mehr lange. So. Hier müssen wir wieder mal ein bisschen XP einsammeln. Und ja, damit sind wir jetzt für heute mit den wichtigsten Dingen erstmal durch. Wir wollten ja die ganzen Pets hier finden. Und ich versuche hier noch ein paar Versuche. Und schau mal, wie es hier läuft. Zur Not haben wir immer noch Schatten, wo wir es jetzt auch noch versuchen können, hier mit unseren Ninja uns weiter durchzuboxen, bevor wir den hier, also bevor der nicht 90 ist, brauchen wir, glaube ich, auch nichts versuchen. Da ist er auch nicht stärker und hat auch nicht bessere Chancen. Und selbst wenn der auf 100 ist, hat er immer noch nicht eine sichere Siegchance gegen den. Aber naja, irgendwann wird das auf jeden Fall auch noch. Wir haben erstmal jetzt Licht durchgespielt. Das ist viel, viel spannender. Und euch auch allen viel Erfolg bei den Pets.